Gut, die werden echt alle voll Augen machen. Ich glaube, ich bin die Einzige hier an der Schule mit so einem coolen Tattoo. Ich meine, das sieht ja auch richtig süß aus. Und nicht mal die Coolsten der Coolen haben schon ein Tattoo hier an der Schule. Total cool. Und Clara wird, glaube ich, auch richtig krass gucken. Ich glaube, ich muss ihr das gleich mal zeigen. Das sieht so krass aus. Ich muss das unbedingt sofort allen zeigen. Ich glaube, ich schaue einfach mal, wer so auf dem Schulflur rumläuft. Und dann zeige ich denen das. Und dann, wenn sie mich aufnehmen in den Kreis der Coolen, und dann bin ich Freddy die Coole. Die Luft rein? Wie viel ist denn hier? Oh, ich glaube, das sind Leute, aber keine Lehrer. Sehr gut, okay. Ich muss ihnen das sofort zeigen. Hey Clara, warst du eigentlich bei der Halloween-Party letztens? Nee, ich war nicht da. Oh mein Gott, ey, ich sag's dir, du hast die Party des Jahres verpasst. Das war so krass. Und vor allem alle coolen Leute waren da. Und vor allem, hast du mitbekommen, was wir mit Freddy gemacht haben? Nein. Wir haben dir einfach gesagt, dass sie kommen darf, aber konnte die natürlich nicht. Und wir haben ihr das falsche Passwort gesagt. Okay, es ist echt richtig fies. Also Freddy ist meine Mitbewohnerin und... Ja, stell dich jetzt nicht so an, war ja aber schon lustig und die ist trotzdem irgendwie reingekommen. Also war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber auch richtig krass, also der Tino zum Beispiel, der hat nachts einfach ein Selfie mit einem Polizeiwagen gemacht, der da rumstarrt. Also, schon krass, muss ich sagen. Ich würde mich nicht unbedingt so trauen. Ja, also ich hätte mich das natürlich auch getraut, aber ich muss sagen, trotzdem Respekt dafür. Also ich kann natürlich verstehen, dass ihr euch das nicht traut. Ich glaube, Freddy zum Beispiel hätte sich das garantiert nicht getraut. Muss man sich auch nicht trauen, aber naja. Was soll das denn? Also jetzt mal ernsthaft, ich bin doch die mutigste Person, die ich kenne. Das ist echt ganz schön gemein, aber dem will ich es zeigen. Ich hab doch hier ganz eindeutig den Beweis, dass ich mutig bin. Aber immerhin hat sich Clara für mich eingesetzt. Dem werde ich zeigen! Ich hatte halt was Besseres vor als... Also was Besseres als die Halloween-Party, das glaube ich ja wohl kaum. Ich habe das übrigens alles mitgehört, was ich hier in der Halloween-Party... Oh nein. No. Oh, was hast du... Clara, meine beste Freundin, du siehst richtig toll aus. Und du nicht übrigens. Und was hast du mitgehört? Alles. Und was ich euch übrigens sagen wollte, ist, dass ich mega mutig bin. Natürlich, mit Sicherheit. Also, ich bin der Inbegriff von mutig und das wollt ihr euch nur mal sagen, weil... Also, das sagt jetzt aber jeder über sich, also beweis das doch mal. Oder ob man mutig ist, kann ja jeder, aber ich habe auch einen Beweis dafür. Ist das ein richtiges Tattoo? Natürlich ist das ein richtiges Tattoo. Du hast dir jetzt einfach ein Tattoo machen lassen. Ich bin voll mutig. Ich meine, du weißt schon, dass man dafür von der Schule hier fliegt. Das ist nicht mutig, das ist einfach... Das ist einfach nur ein total riskant. Hast du das nicht... Meine, das steht doch in der Schulordnung. Ich mache viel Blödsinn, aber das würde ich nicht machen. Ich kenne eigentlich die ganze Schulordnung auswendig. Hast du das nicht gehört von dem Simon im letzten Jahr? Der hat sich ein ganz kleines Tattoo am Knöchel gemacht. Und dann kam das raus im Sportunterricht. Und dann ist der achtfertig rausgeflogen. Nein, das hat er auch gemacht, aber das war wegen des Tattoos am Ende. Ich hab das gar nicht gewusst, ich muss doch das... Hey! Oh mein Gott. Und das kriegt man nicht mehr weg. Also, das heißt, du musst dein Leben lang suchen lassen. Du machst ständig alles, warum hast du mich nicht vorher gefragt? Ich wollte dich überraschen. Ich will mit dieser ganzen Sache überhaupt gar nichts zu tun haben. Ich will damit auch nicht gesehen werden. Okay,
Okay, Clara. Und wie gesagt, morgen ist die Vertrauenslehrer-Sprechstunde. Da bitte ich dich, um 15 Uhr morgen in meinen Raum zu kommen. Und dann werden wir wieder darüber sprechen, was dir so auf dem Herzen liegt und wie wir dir deine Einheit verbessern können. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüssi. So, und was ist jetzt der nächste Termin? Ah, okay, Anna hat Sprechstunde, alles klar. Okay, dann gehen wir mal so... Ah, hi, Freddy. Wie geht's dir so? Alles in Ordnung? Ja, ich geh dann jetzt, ja? Nein, alles gut, wir können doch jetzt gerade ein bisschen quatschen. Ich hab jetzt noch... Ganz viele Termine. Ich hab noch 5 Minuten Zeit bis zum nächsten Termin. Und ich will mir ja auch Zeit zwischen den Sprechstunden nehmen, damit wir so ein bisschen über alles quatschen können. Was liegt dir denn so auf dem Herzen? Also, ich kann ja vielleicht mit Clara reden, wie... Wir brauchen bestimmt immer eine Sprechstunde. Bei der Clara, da war ich gerade, da haben wir einen neuen Termin vereinbart. Du wolltest eigentlich auch bald wieder zur Sprechstunde kommen, oder? Ja, mir geht's gut. Ich habe Freunde gefunden, also eine Freundin, glaube ich zumindest. Sie sind allerbeste Freunde auf dieser ganzen großen, weiten Welt. Und okay. Also, was hast du denn mit deinem Arm? Warum machst du denn immer so? Tut der weh? Hast du dir die Hand verstaucht? Das ist ein nervöser Tick. Nervöser Tick? Ja, damit würde ich vielleicht mal zum Arzt gehen. Ich bin ein bisschen komisch manchmal und deshalb mache ich sowas. Freddy, ich habe das Gefühl, du hast da irgendwas tut dir da weh oder so. Darf ich mal sehen? Komm, ich hab auch eine Ausbildung als Erste-Hilfe-Helfer. Deswegen, ich würde das gerne mal sehen. Hast du da eine Wunde? Du musst doch nicht... was ist das? Ist das ein Tattoo? Ist das ein Tattoo? Freddy, du weißt ganz genau, dass das der wichtigste Punkt in unserer Schulordnung ist, dass man kein Tattoo in diesem Laden hier haben darf. Ich weiß, dass es ein Tattoo ist. Also, wir machen das jetzt hier ganz, ganz, ganz schnell. Es ist eine ganz klare Sache. Wer ein Tattoo hat, fliegt raus. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt eine Stunde, um dich von allen Leuten zu verabschieden. Du darfst deine Sachen packen und dann wünsche ich, dass du hier diese Schule verlässt. Denn dieses Internat braucht keine Leute, die ein Tattoo haben. Ich wünsche dir alles Gute. Nein! Das ist ja komplett schiefgegangen. Ich will nicht von der Schule fliegen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe allen erzählt, dass es echt ist. Und jetzt muss ich Evelyn sagen, dass es nicht echt ist. Und dann muss ich es wieder abwaschen. Und dann bin ich wieder total die Uncoole. Nein! Aber lieber uncool, als von der Schule zu fliegen. Herr Collins! Voll an zu jucken. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das jetzt mal abwasche oder versuche abzuwaschen. Ich hoffe, es geht wieder ab und ich habe mich aus Versehen doch mir für immer was tätowiert. Geh doch einfach ab, du blödes Tattoo. Wegen dir ist mein ganzes Leben kaputt. Also ich habe ein bisschen was abbekommen von dem blöden Aufwasch-Tattoo, aber... Jetzt muss ich das noch Herr Collins zeigen und dann glaubt er mir das hoffentlich und dann fliege ich nicht von der Schule. Okay, ich muss ihn finden. Herr Collins! Herr Collins! Hi, Stefan, hast du zufällig Herr Collins gesehen? Sehr, sehr wichtig. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Gab es etwa Stress wegen deines Tattoos? Nein, es gab überhaupt keinen Stress wegen des Tattoos. Ich habe nur fragen wollen wegen... Weil ich die Biologie-Hausaufgabe nämlich gar nicht wirklich abgeben konnte. Deshalb wollte ich ihn nämlich fragen. Und du bist total blöd und du würdest dir niemals trauen, ein Tattoo zu kriegen. Na, da ist jemand aber ganz schön angespannt. Ich glaube, das hat noch einen anderen Grund. Aber ich habe den nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der ist. Clara, Alarmstufe, Erdbeerwackelpudding rot. Wirklich ganz, ganz rot. Rote Alarmstufe. Hast du Herr Collins gesehen? Clara, ich habe doch gesagt, Alarmstufe, Erdbeerwackelpudding rot. Ich habe dir doch die Alarmcodes alle zugeschickt. Weil Alarmstufe Erdbeerwackelpudding rot ist, da musst du ganz, ganz, ganz alarmiert sein und da kannst du nicht schlafen. Was ist los? Also, hast du Herr Collins gesehen? Wirklich, ich muss ganz dringend mit Herr Collins reden. Also pass auf, ich habe ganz großen Mist gebaut. Ich habe nicht gewusst, dass man wegen diesen blöden Tattoos von der Schule fliegen kann. Ja, warum machst du sowas auch? Ich habe es dir doch eben schon gesagt. Frag mich doch einfach vorher. Das ist keine echte... Ich habe schon versucht abzuwaschen. Es ging nur ein bisschen ab. Ich wollte dazugehören und habe gedacht, dann kann ich allen zeigen, wie mutig ich bin. Und dann habe ich halt gehört, wie du und Stefan sich darüber unterhalten haben. Du bist doch mutig. Du musst dir doch dafür kein Tattoo machen. Aber ich meine, ich glaube, Herr Collins war da gerade irgendwo noch. War da gerade irgendwo auf dem Flur? Okay. Also ich habe da irgendwie eben die Stimme von ihm gehört. Okay, also falls sich irgendjemand fragt, ich habe nie ein Tattoo gehabt, werde nie ein Tattoo haben. Und ich bin eine sehr, sehr liebe, nette und freundliche Freddy. Das ist eine total blöde Regel, dass man keine Tattoos haben darf an dieser Schule. Ich finde die Regel auch blöd. Herr Collins! Herr Collins! Herr Collins! Ich muss ihn unbedingt finden! Herr Collins! Herr Collins! Herr Collins! Herr Collins! Herr Collins! Was ist denn? Man hört dich im ganzen Gebäude! Das war ich ja. Warum bist du immer noch hier?
Ich glaube, meine Ansage war noch nicht deutlich genug. Du hattest 60 Minuten Zeit, um dich hier auf den Weg zu machen. Aber an deiner Stelle würde ich hier lieber innerhalb von 5 Minuten den Abgang machen. Naja, das wäre ja auch dann ziemlich genau das, was Sie gesagt haben. Weil ich habe nämlich 55 Minuten bis jetzt gebraucht und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Deshalb habe ich ja theoretisch auch wirklich noch 5 Minuten Zeit, aber vielleicht überdenken Sie Ihre komische Aussage. Nein, das werde ich garantiert nicht. Du kannst froh sein, dass ich hier überhaupt noch mit dir rede. Und ich bin auch nur hergekommen, weil man dich im gesamten Gebäude gehört hat. Und so kann ich nicht meine Sprechstunde arbeiten. Dass diese Regel total veraltet ist und die Individualität ihrer Schüler einschränkt. Aber das tut jetzt gerade gar nichts zur Sache. Ich wollte eigentlich nur sagen, das blöde Tattoo ist abwaschbar. Ich habe auch schon versucht, das abzuwaschen. Was? Das war ein Henna-Tattoo? Naja, nicht Henna, das war so ein Klebetattoo. Oder ein Klebetattoo? Aber warum sagst du das denn nicht? Und warum hast du überhaupt ein Klebetattoo? Weil ich cool sein wollte, weil ich den anderen zeigen wollte, dass ich total mutig bin. Aber Freddy, jetzt mal ganz ehrlich. Warum machst du denn sowas nur, um cool zu sein? Es gibt doch gar keinen Grund, warum man angeben muss oder warum man Leute beeindrucken wollen muss. Natürlich gibt's dafür einen Grund. Ich habe, bis Clara hierher gekommen ist und ich mich hier aufgedrängelt habe, überhaupt keine Freunde gehabt. Und außerdem, ich würde auch einfach gern mal cool sein. Clara ist erst seit 2 Wochen hier gefühlt und hat schon viel mehr Freunde als ich und alle finden mich total blöd. Und dann gibt's natürlich einen Grund. Aber Freddy, genau aus diesem Grund bin ich doch da. Ihr könnt doch mit mir sprechen. Nein, Sie bringen überhaupt nichts, Herr Collins. Sie haben mich jetzt nur deswegen von der Schule verweisen wollen, weil ich das machen wollte. Weil das Regelwerk ist. Regeln sind Regeln und Regeln sind da, um sie einzuhalten und nicht, um sie gebrochen. Bin ich jetzt von der Schule noch verwiesen oder kann ich da bleiben? Ist also, blöde, die Regeln... Die Regeln sind eindeutig. Ein normales Tattoo führt zum Schulausschluss. Da das aber kein normales Tattoo ist, sondern ein sogenanntes Klebetattoo, lass ich da Gnade vor Recht ergehen und würde sagen, dass du hier auf der Schule bleiben darfst. Natürlich kann ich auf der Schule bleiben. Außerdem bin ich Klassenbeste. Das wäre total traurig. Ich bin nämlich die Beste im Deutschwettbewerb und ich bin die Beste im Mathewettbewerb. Das hätte dir bei einem... Außerdem bin ich beim Englisch-Contest letztes Jahr gewonnen und außerdem würden auch alle anderen Preise von dieser Schule verschwinden, wenn ich nicht mehr hier wäre. Ja, Freddy, das wissen wir alle, dass du gut in der Schule bist, aber das hätte dir bei einem richtigen Tattoo auch gar nichts geholfen. Aber zum Glück ist es kein richtiges Tattoo. Also Freddy, wenn du wirklich das Bedürfnis hast, hier Leute zu beeindrucken, dann muss das doch nicht so sein. Weil möchtest du wirklich Leute beeindrucken und mit denen befreundet sein, die sich von einem Tattoo blenden lassen? Ich glaube doch wohl nicht. Wenn du hier Einfluss finden möchtest, dann mach doch einfach eine coole Party. Das haben wir auch früher bei uns gemacht. Ich glaube, dann werden ganz viele Leute auf einmal mit dir befreundet sein. Das kann ich dir aber versprechen. Ja, es muss ja keine übertriebene Party sein, aber dass man zusammen vielleicht einen Kaffee trinken geht oder was die jungen Leute heutzutage so machen. Na gut, aber dann drücke ich mal ein Auge zu. Dann sage ich einfach mal, ich weiß nichts davon, dass es hier eine Party gibt. Wirklich? Also das würde ich wirklich tun. Ich würde da wirklich ein Auge zudrücken. Aber weißt du was? Ich habe jetzt auch den nächsten Termin, nämlich die nächste Sprechstunde. Deswegen muss ich mich leider verabschieden. Aber lass dir bitte so eine blöde Idee nicht noch einmal einfallen lassen. Dann kriegen wir wirklich Ärger. Ja, ist okay. Aber Klebetattoos kann ich so viele auftragen, wie ich will, oder? Die kannst du meinetwegen gerne benutzen, wie du lustig bist. Ja. Dann kann ich mir jeden Tag sagen, ich habe mein neues Tattoo gemacht. Bitte verrate es nicht den anderen, Herr Collins. Nein, keine Sorge. Das bleibt jetzt unter uns. Okay? Dankeschön. Okay, ciao. Tschüss. Und jetzt bin ich schon wieder alleine. Och Mann. Herr Collins, wo sind Sie? Ich muss einen Mantel. Jetzt noch dieser Hund. Herr Collins, James hat eine Kistenschlacht gestartet und mich nicht eingeladen. Also Freddy, wenn du wirklich das Bedürfnis hast, Leute zu beeindrucken, dann züchte doch dein Einhorn einfach auf ein Neon-Einhorn. Sage ich einfach mal, ich weiß nichts davon, dass es hier eine Party gibt. Wirklich? Das würde ich tun. Sie sind eingeladen. Na, gerne. Weil ich cool sein wollte, weil ich den anderen zeigen wollte, dass ich mutig bin.